Hallo Leute, willkommen zu Star Wars The Old Republic. Das kam auch gay. Immer. Jede Einheit kommt gay von dir. Ich weiß nicht, wann es liegt. Ich kann doch gar nichts richtig machen. Wartet mal, Leute. Und wieder da. Kurzer Cut. Kurzer Cut. Ach so, eben das hier machen. Wir sind startklar. Wo müssen wir hin? Hauptmission. Ja, wo kommen wir da hin? Genau. Leute, kauft euch Rittersport. Und immer noch für quadratisch, quadratisch praktisch gut. Schade, dass ich keine Facecam hier habe. Könnte ich euch noch zeigen. Hier ist eine Nebenmission. Ja. Oder ist das die Hauptmission? Eine Sekunde eurer Zeit, bitte. Ah, und ihr habt Kollegen. Unerwartet, aber das ist egal. Beobachter 20, Imperialer Geheimdienst. Okay. Raus mit der Sprache, aber schnell. Oh. Ihr seid neu auf Drogenkars. Eine einzigartige Gruppe in einer einzigartigen Situation. Ihr müsst einen Mann treffen. Geht, wohin er sagt, und tut, was er verlangt. Es ist nicht gefährlich, aber ihr dürft ihn nicht in Frage stellen. Ich habe noch nie Spion gespielt. Sagt mir, wohin ich gehen soll. Der Mann heißt Manga und er ist in einer Kantina. Sagt ihm, dass euch der Lord des Kummers schickt. Viel Glück. Wir werden uns nicht mehr sprechen. Okay. Er steht aber trotzdem weiter hier. Läuft. Geheimdienst. Es wird getan. Ich stehe auch direkt in der Mitte. Oh ja. Das ist der imperiale Geheimdienst. Ich liebe ja Städte. Aber quadratisch praktisch gut. Bin ich nicht mehr so sicher. Hüterdroide. Wie stark ist der? 16. Da vorne also ist wieder so eine. Warte mal, ey. Da vorne ist wieder so eine Taxistation. Okay. So, ich hab ein Tutorial. Tutorial? Guckt ihn euch nicht an, das ist halt scheiße. Wo weißt denn du das? Wir sind startklar. Ich hab's gesehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Also mir steht kein. Mir steht gar keiner. Ah, jetzt. Ja, ich habe keine Abonnentenberechtigung. Ja, das ist ein bisschen scheiße, das ist ein bisschen Pay to Win hier. Aber, wobei? Bei dem Game. Ja, wobei brauchst du Abonnenten? Ja, bei Anpassung auswählen. Ja, ich habe ja auch für Wette jetzt Anpassung. Achso, ja, das habe ich schon weggelegt. Oder hier, wenn du Gegenstand manchmal auswählen willst, weißt du? Ja, ja. Finde ich jetzt. Nexus-Raum heißt der bei mir. Bei dir? Welcher Raum? Der hier. Ah, warte mal. Ich glaube, hier drin kannst du mit Wette reden. Ich hätte nichts gegen Ach so. Eine kleine Erfrischung. Mach ich mal. Immerhin bleiben wir ja eine Weile. Also. Ich auch. Ich habe nachgedacht. Vielleicht wollt ihr ja dieses Schockhalsband abnehmen? Nexusraum, Gemeinschaftsraum. Als Zeichen der Dankbarkeit für meine harte Arbeit auf Korriban? Nicht, dass ich die ewig schwelende Angst vor einem Elektroschock nicht zu schätzen wüsste. Du hast es dir verdient, Wett. Das bedeutet allerdings nicht die Freiheit. Wow. Jetzt fühle ich mich richtig dumm, weil ich nicht früher gefragt habe. Schock. Gibt's das? Ja, kann man machen. Keine Sorge. Ich werde versuchen, euch keinen Grund zu liefern, mir das Ding wieder anzulegen. Nächstes Mal schiebst du einfach. Weder das Halsband noch deine Versklavung waren meine Idee. Ich Hast du das gemacht, oder? Bloß ja. Ein weiterer Tag ja. Im Leben des Imperiums, was? Nun, hätt sie mal schocken müssen. Ich bin nicht im Gefängnis und hab kein Halsband. Das Wetter ist mies. Das hab ich schon also so oft gemacht. Wir sollten... Was kommt jetzt?
Du und ich, wir könnten zusammenarbeiten, die Galaxis unterwerfen. Was hältst du davon? Was? Also... natürlich. Ich und mein Kumpel, der Sith. In der Schule wird sich niemand mit mir anlegen. Tut mir leid. Zieh mir ja. Weiter, ja? Die Galaxis unterwerfen. Wir beide schaffen das. Ja. Frag mich jetzt bitte. Macht euch bloß keine verdorbenen Gedanken in eurem Sith-Kopf. Wie viel hat sie? Was? Wie viel hat sie bei dir? Was meinst du mit wie viel? Zuneigung. Was steht denn das? Wenn du auf dieses Diamanten klickst, Crew-Fans. Mach mal. Oben in der Leiste. Welche Leiste? Das ist so ein Brillant oben. Ja, Crew-Verwaltung. Steht aber nichts von Wert. Ja, 117 von 10.000. 117. Ich hab 171. Steht wohl auf Schocken. Schocken! Schon so geschockt, ne? Okay. Müssen wir hier rein oder raus? Raus. Wir müssen hier rein. Also hier so lang. Ne, wir machen da rein. In den Nexus-Raum. Ha! So heißt ich auch mit Nachnamen. Einheit! Leonard, die Einheit. Manda? Manda? Der Lord des Kummers schickt mich. Hört gut zu, ich kann es nur einmal sagen. Bei der Bank steht ein Chiss-Sicherheitsoffizier. Gebt ihm diesen Spielchip. Er wird euch dafür einen kleinen Gegenstand und weitere Anweisungen geben. Scheiße. Und jetzt geht unauffällig weg. Ja, steht. Tja, Murph, kennst du irgendwo ja, ne? Nee, gar nicht. Hm. Mit Chiss. Leo? Wo bist du? Ah, ich bin weiter, um die Sache voll zu gehen. Verlauf mich doch schnell, das weißt du. Wenn ich nicht mich alleine zu lassen. Wo bist du? Hä? Ich stehe vor dir. Oh. Nein, Spaß. Ich erstmal so ein Toter. Ja, Mann. Kann ich mal noch wegwischen? Kannst du den Staub sogar? Das sehe ich gerade zur Wette, dass wir zusammen die Welt unterwerfen. Ja, ja, habe ich auch. Ja. Eine Einheit. Erstmal schocken. Bei dir hat sie aber noch das Halsband, oder? Nein, habe ich abgemacht. Sieht auf jeden Fall so aus. Das Halsband haben die aber noch. Also so, wenn die laufen. Ja. Ja. Nein. Leute, das nehmen wir sie. Wo? Da oben. Hier sind noch viele andere neben. Wieder so ein stabiler Mensch. Nicht stabiler Mensch. Sieben. Wie lange geht die Folge schon? Morde. Sieben. Und der Mörder läuft weiter. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Ja. Ich fordere Gerechtigkeit. Es wird Zeit, sich ein Leben anzuschaffen. Ich muss gehört werden. Außer mir kennt niemand die Wahrheit. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Jabba. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Klingt etwas weit hergeholt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe mich auf keinen Fall geirrt. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Dieser Fremdling hat sich in die Mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Brennigan.
Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn außerplanetarischer Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Wunderbar, der ist Diabetiker. Der Blutzucker ist ganz schön. Da ist noch eine Nebenmission, ne? Wo? Da unten, ne? Mhm. Lass ihn mal holen. Das ist ja so ein Terminal. Hoffentlich keine Heldenaufgabe. Ach, das ist hier. Ach, das. Das nehmen wir nicht an, ne? Nein, dazu brauchst du erstmal ein Raumschiff. Dann kannst du so eine Schlacht im All machen. Habe ich aber noch nie gemacht. Fand ich immer zu unnötig. Da können wir schon Quest wieder abgeben. Ob wir eine bekommen. Ich habe einen Spielchip für euch. Und ich habe ein Paket für euch. Öffnet es nicht. Am besten seht ihr es nicht mal an. Es gibt einen Mkator. Ich zeige euch, wo ihr ihn findet. Dorthin müsst ihr das Paket bringen. Lang lebe der Imperator. Laufbursche hier. Ja, schön für den Imperator. So. Wo kannst du hin? Jetzt hier auf der Fährte machen? Auf der Fährte und Jagdspur. Aber erstmal auf der Fährte. Ist näher dran. Okay. Wo ist denn das? Weiter raus. Alter, das ist nochmal. Warum muss die Stadt so groß sein? Da. Der Druide? Ja. Ich habe ein Paket für dich. Für mich? Wunderbar. Und ich habe dafür etwas für euch, um meinen Dank auszudrücken. Okay. Wenn wir die Republik jetzt nicht auf uns aufmerksam gemacht haben, dann passt sie einfach nicht auf. Laufbursche hoch 2. Das kam mir jetzt sehr glaubwürdig von ihm rüber. War das jetzt? Ja. Okay. Das war wirklich mein Laufbursche-Quest. Renn. Ich dachte so Spionage eigentlich, aber okay. Wenn ihr uns nicht wollen. Okay, jetzt müssen wir zum Taxi für die nächste Mission. Zum Taxi? Wie viel Geld hast du? Geld? Ich hab 1700. Okay. Da, warte. Geld ist gerade. Ich hab ein bisschen mehr. Wie viel denn? 4500. Ja, genau. Wie lang ist der Bestimmungsort? Wo müssen wir denn hin? Warte. Links, ne? Guck gleich. Wenn der hier mal wieder aufplucken würde. Der scheiß Taxi-Mensch. Taxi-Druide. Wir müssen links. Hier steht nämlich Jagdspur. Gut. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wette. Wo ist Wette? Die Back weg. Ach, das war's schon. Ach, hier steht er auch direkt. Kommst du noch? Ja. Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Ist das ein, würdet ihr wohl ist zur das Seite ein Tabrek? Also ein von deiner Art? Das ist Sif. Lö, das ist ein Mann. Habt ihr es ein?
Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Rennigan? Na toll. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsing gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Ihr wolltet nicht wissen, wozu ihr irgendwelche Leute markieren solltet? Der weiß es. Ich bekam Anweisungen und keine Erklärungen. Damals hörte es sich harmlos an. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Auftraggeber diese Leute töten würden. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Leute, ich bin der Kevin. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis sich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Oh, ich glaube, wir müssen wieder entscheiden. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport. Warte mal. Ekelhaft und dumm. Das riecht geradezu nach Fiasko. Früher oder später wird jemand Zeuge eines dieser Morde werden. Und dann will ich nicht dabei sein. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Glaube ich brauche Hilfe. Glaubst du ihn? Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse? Ich glaube, ich traue ihn irgendwie. Ich kann für nichts garantieren. Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf zwei Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Was? Ich mach eins. Was ist denn das? Eins. Wenn du euren Ankläger töten, also diesen Kläger da, den Fett. Ich werde den Mann töten, der mich geschickt hat. Ich mochte ihn sowieso nie. Ja, Abschau. Ich hab gar nichts gesagt. Hätte sich um seine Angelegenheiten kümmern sollen. Ihr nehmt das und markiert damit dieses vorlaute Miststück. Er wird das neue Ziel meiner Auftraggeber. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Ich werde eure Bezahlung bereithalten. Wie ich Ding bei Wette voll Minuspunkte kassiert hab. Ach, nö. 22 Minuspunkte. Wir sind startklar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Es steht ja drauf, wenn man den Unschuldigen hilft. Ich weiß nicht, was das dritte war. Da gab's schon nur zwei. Ja, was war denn das zweite? Also, kümmert dich selbst drum. Lass uns da halt raushalten. Boah, ich backe wieder fest, ey. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich komme nicht weg. Mann, ich kann mich nicht bewegen. Ich töte den nicht ohne mich, Alter. Nein. Jetzt. Oh, jetzt renne ich den ganzen Weg zurück, damit du mir sagen kannst und hier, aber... Mann. Also auf sehr hoch, wenn man das so spielt. Also die Zuschauer können das jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber dann ist das schon echt... Okay. Also echt... Jetzt nicht wie man... Wie Crysis, aber... Ist jetzt nicht... Kommst du? Ist auch schon. War es das? Ja. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe ihn markiert. Damit der Kopfgeldjäger ihn findet. So. So war die Aufgabe. So war die Aufgabe. Auch wenn ich ihn gerne selbst getötet hätte. Auch geil, wie wir... Ist dir schon mal aufgefallen, immer wenn wir zu Duff Barras gegangen sind... Ja. ...kam, bevor wir ankamen, immer einer um die Ecke. Der uns töten wollte. Ja, ja. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren... Mann, ich kann den schon wieder nicht sehen. Was ist denn der hier? Der Goldene?
läuft bei dir? Ey, das ist so ein Scheiß, ne? Weißt du, da ist dieses Symbol oben drauf, ne? Aber ich kann ihn nicht ansprechen. Also ich bin da. Ja, komm, gut. Wieso? Ah, Zitadellenzugang. Was nochmal eine Zitadelle? Eine was? Eine Zitadelle. Keine Ahnung. Okay. Okay. Bist du da? Ja. Ihr habt diesen schreienden Idioten markiert, wie? Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Sith auf ihn stürzen. Das wird nicht schön. Macht es euch nichts aus, dass er getötet wird? Nö. Warum sollte mich ein unbedeutender Narr wie er kümmern? Schön Minuspunkte. Jeder ist jemand. Ja. Der arme Abschaum hat wahrscheinlich eine Familie. Ich bin nicht glücklich damit, aber entweder er oder ich. Er hätte den Mund halten sollen. Hier. Mehr Credits habe ich nicht. Danke für die Hilfe. Wie, so wenig? Ach, eine Hose. Matador des Kriegs. Du hast jetzt schon schwere Rüstung, ne? Ja, ja. Nur die Hose ist schlechter als die ich davor hatte. Welche hast du bekommen? Ja, Gamaschen des Marodeurs und davor hatte ich Korriban Kampfgamaschen. Ich hatte bekommen Beinpanzer des Kriegs, ja. Naja, egal. Damit beenden wir auch diese Aufnahme. Okay, haut rein. Ciao. Oh, muss ja hier unten machen. Ciao, Leute.